Weil ich mich auch gegen Atomkraftwerke wehren wollte. Ich bin mit 13 in eine Bürgerinitiative gegen Atomkraftwerke beitreten und bin damit natürlich in der Politik involviert gewesen. Mich dafür einsetzen, dass wir jetzt unterstützen können, dass eben möglichst keine oder möglichst wenige Institutionen und Kulturbetriebe und Kulturschaffende müssen aufgeben müssen und dass man dann wirklich wieder aufbauen, wenn die Krise vorbei ist. Es ist meine Heimat, meine Wahlheimat und ich lebe sehr gerne dort. Basilisk, da hören Sie es.